Seher steht vor dem Todeswall in Reih und Glied. Gebete wurden gesprochen, Magie gewirkt. Das Heulen der Werwölfe vor euch erklingt von den Mauern. Der Vollmond erleuchtet die Szenerie und es mag euch nicht klug erscheinen, jetzt anzugreifen. Doch der Mond ist auch ein Zeichen des Fix. Wo Rondra vor 7 Jahren versagte, kann vielleicht der Fuchsgott Erleuchtung und Sieg bringen. Ihr könnt vor euch nun das Pulsieren sehen, ein Winden von Stein und Ranke, von Erz und Pflanze, die miteinander verwoben sind. Die Infanterie neben euch hat lange Piken, glänzende Hellebarden und Spieße vor sich in den Boden gedrückt. Immer noch steht Anselm von Rabenmund auf dem Feldherrenhügel und hinter euch rattert die Artillerie der Zwerge. Neben euch taucht Oberst Jeroban von Liliengrund auf und nickt euch stumm zu. Das Knurren wird lauter, Scharren in der Erde offenbart die Gegenwehr des Feindes, mehr Skelette von gefallenen Helden, die vor euch auftauchen. Dann ist wieder alles still und ihr hört nur das Rauschen vom Wind und das Blut in eurem Kopf. Eine prickelnde Anspannung, die sich über euch legt. Schnee und Asche, die gemeinsam über das Schlachtfeld fallen, was noch eins werden will, was schon eines ist. Und so beginnen wir. Nun, hat irgendjemand was zu sagen, bevor es losgeht? Hat jeder alle seine Sachen? Ich fürchte ja, für dieses Heulen. Hat jemand eine Idee, wie wir da hochkommen sollen? Das ist keine gewöhnliche Mauer. Und sie hat sich verändert seit dem letzten Mal, als ich sie sah. Ich blicke mich mal in der Umgebung um. Anzugsleute haben doch sicherlich irgendeine Art vom Lagerungsgerät vorbereitet. Ja, selbstverständlich hinter euch angerückt. Vor allem die Maschinerie der Zwerge. Du kannst auch noch den kleinen Wagen von Abelmir erkennen, der jetzt mit den Pfosten in die Erde gerammt wird, damit er dann, wenn abgefeuert wird, auch auf dem Boden stehen bleibt und dann nicht ihm mit seinen Rädern davonrattert. Die Zwerge sind also gerade dabei, schwere Maschinen zu drehen, irgendwelche Räder. Und ihr könnt das zufriedene Brummeln von dem Hochkönig Albrax hören. Ist der ein Hörbeiter? Wenn du willst, ja. Nun, ich weiß nicht, wenn er gerade nichts zu tun aussieht, hat er nichts Wichtiges zu tun, wink ich mal heran, da geht's mir rüber. Ja, Albrax. Ja, dann. Wie ist der Plan mit der Mauer? Ich sehe, deine Geräte sind bereit. Aber ich kann nicht ganz zuordnen, wofür sie da sind. Ja, wir verschießen diesmal keine schweren Steine, sondern Glaskugeln. Hat sich Anselm gut ausgedacht. Glaskugeln? Was musst du uns erklären? Okay. Er geht dann einmal zu so einem großen Tribok und klopft dann auf so ein... Es sieht nicht aus wie Glas, sondern eher aus wie Metall. Wenn er allerdings draufklopft, kannst du erkennen, dass es wohl im Inneren hohl ist und irgendwas rieselt. Ist wohl gefüllt mit feinem Staub. Zwinkert dir zu. Das wird vernichtend. Es geht nicht darum, dass wir den Todeswald zerstören, denn der regeneriert sich immer und immer wieder. Das haben wir schon versucht über die Jahre. Hey, Anselm und seine Magier sagen, der Wal lebt. Das wird wohl wenig bringen, aber wir können zumindest die Wölfe von da runter schicken. Da ist Silber drin. Er schaut dich erwartend an. Ja. Ah, Menschen. Ist ein beeindruckender Plan. Neben dir knufft dich ein Groschminia in die Seite. Du musst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Oh, ja, verzeiht. Aha. Das gestresst blinkt, wende ich mich da wieder zu meinen Kameraden um. Ja, hinter dir knallt irgendwas, du wirkst wie irgendwelche Seile arretiert werden und die ersten Tribouchés jetzt ihre Last nach vorne feuern. Verschwinden im Staub, im Nebel, im Eis, Schnee und der Asche. Irgendwann kannst du einen Aufschlag hören und weiteres heulen. Sonst passiert nichts. Nach dem Klang scheint es ja zu funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr clevere Idee. Was solltet ihr von folgendem planen? Wir lassen die Zwerge erst einmal arbeiten. Und dann, wenn es auf die Mauer geht, halten wir uns aus dem gröbsten Gewusel raus und suchen uns ihre Gilden aus. Das ist ein Plan. Wir müssen dafür sorgen, dass die Artillerie weiter schießen kann. Und zwar bleiben wir also vorerst hier. Die Wölfe werden über die hier einfach drüber rennen.
Bemerkt man denn irgendwas, wenn diese Bälle einschlagen? Reagiert die Mauer darauf? Die Mauer oder? Selber nicht. Du kannst sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so gut erkennen. Die Ranken und das Winden. Du meinst wohl auch, dass sich einige Steine lösen von alleine, ohne dass es einen Einschlag gab, und hin und her wandern, Dinge ausbessern, als ob da irgendwie die Steine selbst leben, nicht nur die Mauer. Und du siehst und hörst vor allem die Wölfe, wie sie wohl oben drauf stehen und jetzt in Rage geraten, immer lauter heulen und umherrennen. Und vor der Mauer vor allem dann so eine große, ja, eigene kleine Wall, so ein eigener kleiner Wall aus toten Alrix und toten Alrix-Skeletten, die da vor langer Zeit gefallen sind. Vielleicht noch den einen oder anderen Rondrianer mit einem verwesten Wappenrock, der vor einem halben Jahr gefallen ist, als sie dann die 40 Rondrianer an diese Mauer heranritten. Auch das hat er so mitbekommen, als sie dann aus ihrer kleinen Station in der Wildermark oder aus der Partien dann hierher geritten sind. Auch von denen kannst du noch den einen oder anderen erkennen, wie er jetzt den Feind verstärkt. Oh, riecht ihr das? Ich liebe den Geruch von Silber am Abend. Das wird die Wölfe ordentlich schocken. Wenn es mir jetzt sagt, ich bin mir zum ersten Mal bewusst, wie Silber riecht. Oh, fantastisch, nicht wahr? Nun ruhigt mich. Immer wieder gibt es neues Klackern, die Zyklopen werden nachgeladen, neue Geschosse, die abgefeuert werden. Es ist eine Maschinerie, die jetzt hier auf nur Zwerge, wie es nur Zwerge können, hier ausgebreitet wird. Geschoss um Geschoss, was verfeuert wird. Und ihr seid euch auch so gar nicht im Klaren, wie viel Geld das jetzt kosten wird, so viel Silber in die Luft zu scheuern. Hat die Gegenseite auch Bogenschützen oder sowas? Nein. Das wären wir weit außer Reichweite. Naja, wir wollen ja hin, insofern. Ich frage mich, wie lange diesen Beschuss noch aufrechterhalten kann. Diese Munition muss knapp sein. Dann schon die Glaskugeln an sich, und reden wir von dem Inhalt gar nicht. Nun, hoffentlich lang genug, dass sie herunterkommen. Da bin ich sicher. Wenn wir zumindest schon einmal das gegnerische Heer sehen könnten, dann könnten wir schon einmal schauen, wo sich die Anführer befinden. Vielleicht ist es der am lautesten heult. Vielleicht, ja, aber es werden doch sicherlich auch menschliche Anführer dort sein. Wer weiß, wie gut die sich diese Wesen noch beherrschen können. Vielleicht dulden sie keine Menschen. Also sind da oben nur Wölfe? Wissen wir, dass sich dort nur Menschen aufhalten? Nun, ich denke, Untote werden nicht als Menschen zählen. Und mit Wölfen und Untoten werden wir genug beschäftigt. Nun, auch Untote müssen gelenkt werden. Iserun und auch Rafim, ihr erkennt die Bresche. Ein Überbleibsel der Posaunen von Perikum, als Seiler sie in der dritten Dämonenschlacht 1021 nach Bosporans Fall geblasen hat, als sie die Herren des Sturms angerufen hat und die Mauern hat zerschellen lassen, zumindest eine kleine Bresche geschlagen hat. Aber auch diese ist mittlerweile wieder zugewachsen, gewuchert. Gibt noch ein großes Torhaus, also eigentlich das Herzstück des Walls, was wohl auch viele, viele Meter groß ist, 8x8 Schritt mit zwei gewaltigen Türmen, monströs groß, von Trollen erbaut, gewaltige Ausmaße, riesige Torflügel, die jetzt seit dem Jahr des Feuers offen stehen. Ansonsten waren sie permanent geschlossen, jetzt allerdings wohl auch schwer beschädigt. Ein langer Tordurchgang von dort klingt wohl das meiste der verschiedenen Geräusche. Wird jetzt wohl auch erkennen, wie das Silber von den Efeu-ähnlichen Blättern eingearbeitet wird und sie dann so eine silbrig-schwarze Dornauswüchse bilden. Die Mauer reagiert wohl also auch auf das Silber und nimmt das dann wohl auch ein. Da färbt sich so ein bisschen rot-grünlich. Denkt ihr, sie werden das Tor öffnen, um uns Truppen entgegenzuschicken? Bin ich sicher, ob es noch geöffnet werden kann. Weil ich wäre es taktisch unklug. Nun, verzeiht mir, dass ich Untote und Werwölfe nicht wie die taktisch geschicktesten Feldherren halte. Wir wissen nicht, wer unsere Gegner sind. Wie taktisch geschult sie sind. Ob es Menschen sind.
Ich denke, es wird wohl eher darauf ankommen, ob sie die Mauer dazu bewegen können, das Tor zu öffnen. Ich glaube, unser Feldherr hier hat sich schon was dabei gedacht, wenn er das so macht, wie er es macht. Werde unruhig, mir gefällt dies alles nicht. Während ihr da steht, euch unterhaltet, ihr dürft mal gerne eine Pflanzenkundeprobe würfeln. Oh je. Ich werde es eines Tages steigern, und nicht heute. Alternativ wäre eine zweite und eine dritte Probe möglich, und zwar auf Kriegskunst und auf Baukunst oder Steinmetz. Bei Kriegskunst bin ich dabei. Steinmetzprobe hänge ich noch hinten dran. Kriegskunst läuft. Ich habe nur Kriegskunst. Was wolltest du auch zählen, was ja? Entweder Baukunst oder Steinmetz, das ist die gleiche Probe. Boltax erkennt, dass es sich bei den Pflanzen vor allem um Blutblatt handelt, was eigentlich nur an Stellen mit magischer Präsenz wachsen sollte und sich dann von Astralenergie ernährt. Blutblatt. Interessant. Warum ist das interessant? Nun, es wächst eigentlich nur an Stellen, an denen viel elementare Kraft, Magie finden ist. Nun, ich denke, dass diese Mauer sehr magisch ist, mit dem blanken Auge zu sehen. Oder täusche ich mich, Magister? Gewiss nicht. Nein, es verwundert mich nicht, dass sich das Blutblatt hier angesiedelt hat und so gut gedeiht. Diese Mauer, die scheint mir nicht... Nun ja, sie ist nicht natürlich, aber diese Auswüchse... Ein normaler Mensch oder Zwerg kann so etwas nicht schaffen. Nein. So massiv. Wie all das gebaut ist. Es wirkt irgendwie wie von Djinn handgebaut, oder? Ihr versteht, was ich meine? Ja, als wären es eher Berge als Festungsanlagen. Als wäre es eher ein Steinfluss, der diese Mauer oder Teile der Mauer geschaffen hat. Mhm. Ja. Verflüssigt und wieder ausgehärtet. Oh, wie bei den Feuerbergen? Bei welchen Feuerbergen? Ja, ein wenig. Das ist eine gute Analogie, Isarun. Aber in dem Fall tatsächlich ohne große Hitze. Hitze würde man anhand von, naja, also es würde anders aussehen, der vulkanische Anteil. Seht doch, wie sie jetzt glänzt. Sie scheint sich das Silber zu eigen gemacht haben. Das könnte ein Vorteil sein, wenn sich die Werwölfe nicht mehr ohne weiteres auf der Mauer bewegen können. Ich weiß ja nicht, was diese Art von magischer Veränderung mit den Türmen macht. Zumindest, als die Trollmauer gebaut wurde, war sie dafür gemacht, sehr viel größeren Beschuss zu widerstehen, als wir ihn hier gerade mit anbringen können. Bin nicht sicher, wie ernst man durch den Wall will. Vor allem... Seht ihr diese mäßig bewegenden Teile? Bin nicht sicher, ob dort überhaupt eine permanente Bresche hineinzuschlagen ist. Naja, Jalan, wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Glaskugeln werfen. Ihr versteht. Glaskugeln... Nein, ist das einer von Alwachs Scherzen? Nein, die Glaskugeln dienen ja nicht wirklich dem Beschuss. Sie wollen die Mauer nicht beschädigen. Das war nie das Ziel. Und dann wüsste ich gerne, was das Ziel ist, wenn sie einfach auf der Mauer bleiben. Auch sie werden wissen, dass wir nicht ewig viel Silber verschießen können. Und dann stehen wir hier. Ich will da nicht mit einer Leiter hoch, das sage ich euch. Alles klar. Seht ihr diese Ranken? Wir sollten uns von ihnen fernhalten. Sie erinnern mich... Die Dornenhecke von Oron. Glaube, ich sehe einige Reste von Rüstungen. Und seht ihr die Schießscharten? Da drinnen ist jemand. Manchmal sieht man eine kleine Bewegung. Vielleicht falls wir das Tor stürmen, werden wir sterben. Wenn wir dorthin durch müssen, müssen wir auf jeden Fall diese Ranken beseitigen. Das ist viel zu gefährlich ohne. Nun, Answin erschien mir nicht wie ein Narr. Ich bin mir sicher, er hat einen Plan. Zumindest was das Feld angeht. Wenn er die Bastion und das Torhaus nicht nimmt, dann wird das hier gar nichts. Die werden uns mit kochendem Öl und Pfeilen beschießen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hilft, das Torhaus überhaupt zu nehmen. Vermutlich wird dieses Tor auf keinen... Reformmechanismus mehr hören. Nee, aber wenn wir es nicht nehmen, werden sie uns mit kochendem Öl übergießen oder was auch immer sie vorbereiten.
Wenn ihr mir einen Moment verschaffen könnt, bevor wir uns tatsächlich der Mauer nähern, dann kann ich die Göttin anrufen, uns einen gewissen Schutz, besonders gegen die Bogenschützen, zu gewähren. Oh ja, jeder Schutz ist immer gut und willkommen. Nun, noch haben wir Zeit. Und noch sind wir auch eine Meile weit weg. Und mittlerweile könnt ihr wohl auch die ersten gebrüllten Befehle von der Mauer hören, irgendwelche Zayat-Rufe, worauf sich dann die ersten Knochen auf dem Weg zu euch machen. Es werden andere Gegenbefehle gebrüllt, vor allem von Oberst Jeroban von Liliengrund, vom Roten Mond, sodass dann die anrückenden Untoten abgewehrt werden können. Eure Hilfe scheint wohl aktuell noch nicht zu gefordert sein. Wir müssen sie an unserem Plan halten und erst einmal abwarten. Wenn sie euch überrennen, zieht euch hinter Mira zurück. Meine Kleine wird schon genug aushalten. Ich rolle ein wenig die Augen in Richtung des nächstbesten Helden, der neben mir steht. Oh, das ist eine gute Idee. Mira, du hältst mir den Rücken frei. Aber spring ja nicht auf den Rücken, das mag sie nicht. Dahin, das hatte ich doch gar nicht vor. Obwohl, ich arbeite da noch dran, seien wir ehrlich. Aber vielleicht wird das noch was. Merkwürdig, seht ihr? Blutblatt hat eigentlich keine Dornen. Das ist schon komisch. Nun, Sulamin meinte ja, dass es wie diese seltsame Hecke in Oran wäre. Es muss ein mutiertes Blutblatt sein. Eigentlich kann es keine dämonischen Präsenzen aushalten. Ja, und es bewegt sich in der Regel auch nicht. Ja, das ist mir sehr unangenehm. Vielleicht sollten wir ein paar Proben für Trondvik sammeln. Vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, zu überleben. Pavelmir, ich verspreche euch, wenn ihr mitten in der Schlacht anhaltet, um eine Blume zu pflücken, trete ich euch höchstpersönlich von dieser Mauer. Ich sagte danach. Als ich das letzte Mal sowas gesagt habe, haben mich alle verurteilend angeschaut. Der Unterschied ist, dass du es ernst meinst, Rafim. Na gut. Na gut, sprich aber mir. Nun, ich sagte nach der Schlacht, falls es einen danach gibt. Was machen wir überhaupt mit der Mauer nach der Schlacht? Bleiben kann sie nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie überhaupt vernichten kann. Nicht ohne fässerweise Brandstaub. Hattet ihr nicht den Gedanken, euren Heiligen um Hilfe zu bitten? Das Feuer reinigt alles. Ich würde vorschlagen, wir zünden sie an. Er hat recht. Alboin wird einen Plan haben. Alboin weiß immer, was zu tun ist. Nein, der Einzige, der immer weiß, was zu tun ist und mit A anfängt, ist der Hochkönig. Ja, ich dachte, ihr sagt jetzt Angrosch, aber in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit Feuer etwas gegen diese Dämonenmauer ausrichten kann. Sie wurde angeblich von Borberat belebt. Dem Sphärenschänder. Ja, und steht Borberat etwa über dem Feuer? Nein. Ich bin mir sicher, dass man mit genügend Zeit und Aufwand diese Mauer klein bekommt. Oder zumindest, entgiften kann. Da bin ich mir auch sicher. Ich bin nicht sicher. Manche Dinge sind einfach zu verdorben, sie noch zu retten. Und mal Boltax, ein Bart schon immer so seltsam? Was? Nein. Was wollen wir jetzt machen? Wir warten. Geduld ist schließlich eine Ingirimsche Tugend. Das ist wahr. Und gerade der wird uns bei dieser Mauer wohl helfen können. Wir warten ab, bis der Beschuss zu Ende ist. Ich bin mir sicher, dann wird er uns mit Fehler an seine Leute haben. Wenn er unsere Hilfe braucht, wird er sich an uns wenden. Ansonsten tun wir, was wir tun. Ich bin gespannt, wie er die Mauer durchbrechen will. Irgendwas wird er geplant haben. Die Führung dieses Heeres hatte schließlich länger Zeit als wir, um sich auf die Schlacht vorzubereiten. Sie werden einen Plan haben und uns zu gegebener Zeit unseren Einsatzbefehl mitteilen. Sagt mal, Isarun und Rafim, ihr wart schon einmal hier, sagtet ihr. Ja, das wisst ihr doch, Abimir. Wie wurde die Mauer damals erstürmt?
Oh, mithilfe der Posaunen wurde ein Loch hineingemacht. Davor gab es schon mehrere Anläufe, die Mauer zu durchbrechen. Die ersten waren natürlich nicht erfolgreich und viele gute Männer und Frauen sind gestorben. Ist das da die Bresche? Ich zeige mal auf den Geröllteil. Ja, genau. Dort vorne fängt sie an, bei diesen komisch gezackten Felsen, und geht dann bis nach dort rechts. Seht ihr diese Stelle? Aber wie ihr sehen könnt, ist sie schon ziemlich zugewuchert. Isarun? Entschuldigt die Unterbrechung, aber eure Haare... sollte uns das beunruhigen? Was ist denn mit meinen Haaren? Ich kann sie selber nicht sehen. Sie glitzern und leuchten geradezu. Tatsächlich? Ein bisschen glitzern tun sie immer. Aber leuchten sollten sie eigentlich nicht. Leuchten sie wirklich? Es ist mir zuvor noch nie aufgefallen. Nun, es kann natürlich sein, dass sie auf die astralen Ströme hier reagieren. Gut, mit der Nasenbluten? Sollten sie das? Das machen sie doch sonst nirgendwo. Richtig, aber sonst sind wir auch selten in der Nähe solcher magischer Phänomene. Nasenbluten habt ihr nicht. Guck mir mal meinen Bart an, weil Jalan den ja angesprochen hatte. Ist gegabelt. Nun, Jalan, du hattest vielleicht recht. Das ist wirklich nicht normal. Das war das letzte Mal so, als wir dieses Elmsfeuer hatten. Ihr erinnert euch. Ja. Da hat er auch so etwas gemacht. Ich würde sagen, hier ist mächtige Magie am Wirken. Oder eine Kraftlinie. Kraftlinien, das ist euer Spezialgebiet, aber mächtige Magie auf jeden Fall. Das ist ja kaum zu übersehen. Gut, dann ist das wohl erwartbar. Entschuldigt die Unterbrechung. Erinnere ich mich, wir hatten ja diese Kraftlinienkarte von Asabo mal zu Gesicht bekommen gehabt. Ob hier direkt auch eine langläuft? Magiekundeprobe plus 7. Kraftlinienmagie, falls das irgendwas bringt. Nochmal plus 2. Okay. Plus 2? Ja, also als Bonus plus 2. 2 Meile. Okay. Also, ihr könnt das alle würfeln, ja, ihr habt die Karte gerade gesehen. Asaro ist jetzt leider mit der Karte nicht da, aber man müsste sich eben wieder zurück dran erinnern, wenn man diese Karte hatte. Kurios, ich hab's geschafft. Ja, du weißt nicht mehr, wie die Linie hieß, aber hier ist definitiv eine lang geflossen. Das ist die Linie, die ihr auch bei auf der anderen Seite der Trollzacken gesehen habt. Das ist exakt diese Linie. Wie hieß sie noch gleich? Satinav 2? War es das? Das kann gut sein. Gibt es wirklich eine solche Linie, die Satinav 2 heißt? Ich glaube nicht, dass es der Knochenpfad war. Die war irgendwo anders. Aber auch hier in der Nähe, westlich von hier. Südwestlich? Irgendwas in der Richtung. Ja. Nun. Der Kampf wird weiterhin toben. Ihr könnt sehen, wie die... Vor allem die Infanterie von Answin keine Probleme hat, jetzt mit ihren Waffen die Untoten fernzuhalten, auch wenn sie jetzt langsam auf sie zumarschieren. Die Masse ist natürlich gewaltig, jetzt auch über die vielen Meilen lang, die da entfesselt worden ist, aber jetzt vor allem direkt vor dem Torhaus, wo man dann steht, wird dann die größte Streitmacht angreifen, langsam und behäbig, sodass dann so aufgestellt, wie die Infanterie zurzeit ist, sie noch keine Probleme hat. So wird auch nicht umschlossen, zumindest nicht auf den großen Schritten, haben sich dann hier erstmal sehr schmal aufgestellt. Wenn ich der Feind wäre, würde ich nicht versuchen, hier durch diesen Engpass zu kommen. Ich würde irgendwelche wertlosen Truppen hindurchschicken. Ich würde mir einen anderen Weg suchen. Nun, Untote sind per Definition wertlos. Eben drum. Ich denke, sie sind nur eine Ablenkung. Ist denn einen anderen Weg? Ihr wart hier. Wisst ihr von einem? Nun, in der zweiten Angriffswelle wurde die Mauer erstürmt. Die Sapeure besetzten die Mauer und ließen das Sonnenlicht hinein, um die Untoten zu vernichten. Konnte allerdings nicht länger gehalten werden. Doch wir wissen, dass die Mauer ausgehöhlt ist wie ein Käse.
wir wissen nicht genau, wo sie jetzt dünn genug ist, dass man einfach hindurchgehen könnte. Es gibt mit Sicherheit Stellen. Wir sollten auf jeden Fall die Mauer im Blick behalten. Wenn die Sapeure so vorgegangen sind, werden sie sicherlich auch Versorgungstunnel und Ähnliches angelegt haben, um schneller an die entsprechende Stelle zu kommen. Vielleicht wenn wir die Mauer besetzen, aber hintenrum von Untoten eingeschlossen werden, ist auch nichts gewonnen. Vielleicht könnten wir diese Tunnel benutzen, um auf die Mauer zu gelangen. Um wenn nicht die Kernstücke auszuschalten. Wenn sie noch vorhanden sind, bedenkt, dass die Schlacht bereits fast 7 Jahre her ist. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir Boldak suchen lassen nach Eingängen? Ja, lass den Zwerg ruhig suchen. Nun, ich kenne mich mit Löchern und Mauern nicht aus. Ja, ist ja schon gut. Also. Verzettelt euch jetzt nicht, ja? Ja. Wir werden euch noch brauchen. Ja, definitiv. Ja, ist ja gut. Also, ich würde mir gerne mal angucken, ob hier irgendeine Stelle sinnvoll erscheint, um von dort aus einen Tunnel gegraben zu haben. Ja, Bergbau oder aber Kriegskunst mit Logistik plus 10. Ich mach Bergbau. Also, einfacher Bergbau oder Kriegskunst plus 10, aber Logistik würde zählen. Ja, du selber als Sapeur hast du noch nicht gedient oder als Pionier, aber wenn du dich dann so ein bisschen am Rande der kämpfenden Truppen entlang bewegst und dich dann so trennst von der Hauptstraße, von den Statuen der 7 Gezeichneten oder von Kaiser Brin, wie er dann hier steht, mit seinem Arm erhoben, das Schwert nach oben gestreckt, könnt ihr dann so ein bisschen entlang laufen. Wie gesagt, der Wall ist viele, viele Meilen lang, 150 an der Zahl. Und wenn ihr dann in Richtung der Trollzacken marschiert, der schwarzen, großen, zackigen Berge, könnt ihr dann nach grob eine Meile seid ihr schon gegangen. Der ganze Lärm ist sehr viel leiser geworden. Aber dann könnt ihr tatsächlich einen großen Eingang erkennen nach unten, der zwergisch gegraben aussieht. Oh, schaut mal, das ist zwergische Machart. Ah. Das ist ein Loch. Ja, das ist kein einfaches Loch im Boden. Nein, das ist ein Stollen. Ist ihr sicher? Ja. Ihr wolltet den Zwerg suchen lassen, jetzt findet der Zwerg euch ein Zwergenloch und ihr beschwert euch. Ah, typisch. Und Tax, du kannst da unten Simax erkennen. Wir sollten da rein. Los, lass uns da rein. Warum sollten wir dort hinein? Naja, ihr wolltet ein Loch, einen Tunnel, um zur Mauer zu kommen. Nicht wahr? Also. Aha. Die Schlacht ruft, Boltax, geh zur Seite. Mira, wir gehen. Haltet ihr es für klug, es allein noch hineinzustapfen? Nun, nicht bevor wir nicht Bescheid sagen, wo wir hingehen. Wir sollten auf jeden Fall Bescheid sagen, aber wir sollten mehr tun, als hier rumstehen. Das sehe ich ähnlich. Ich würde mir mal diesen Sapeur-Tunnel angucken. Wie groß ist der denn? Zwergengroß, also wenn du Mira reinschickst, dann ist er, also da kommt niemand mehr an Mira vorbei. Perfekt.